So, gucken wir mal, was es in diesem Shop gibt. Wildschweinkeule. Okay, ja. Ja, dann könnte ich mir mein Leben wieder ein bisschen hochmachen. Ganzes Wildschwein. Gut, das hätte ich jetzt auch machen können. Halte ich vollständig. Gewährt ein Schild, der Schaden absorbiert. Bis zu dreimal kombinierbar. Cool. Grrr. Idefix sollte besser nicht wütend machen. Sollte man besser nicht wütend machen. Vorsicht vor dem Hund. Idefix-Angriffe richten 50% mehr Schaden an. Nehme ich. Errungenschaft freigeschaltet. Mögen die Spiele beginnen. Lass Idefix zubeißen. Die Römer. Richte die Kammer auf Römer und befiehl Idefix anzugreifen. Idefix-Angriffe richten jetzt 50% mehr an. Cool. Verbesserungen. Nahkampftraining. Meistere die Kunst des Zuschlagens. Verhaut die Römer schnell wie der Blitz. Gerate in Rage, indem ihr einen Römer mehrmals haut. Im Rage-Modus ist das Angriffstempo erhöht. Ja, gut, das ist natürlich dann für die ganzen Kämpfe, die ich eben absolvieren wollte, viel, viel sinnvoller. So, warte mal, Figuren. Ja, das kann ich mir sogar alles leisten. So, das ist jetzt einfach hier der Rage-Modus, ne? Da muss ich, glaube ich, nichts zu tun, außer dass sich das automatisch dann quasi verbessert. So, was ist hier? Legionär? Proteinreicher Römer? Was? Centurio? Römischer Kampfkunstprofi. Ah, hier. Ein Geschenk für Falballa. Ah, ich muss die mir kaufen quasi, aber dann habe ich die Figuren. Und dann kann ich mir die angucken und kann die drehen. Ich kann die sogar ranzoomen. Ja. Es ist halt ein einfacher Legionär. Komm, wir kaufen die alle. 23 Stück sind's. Steht wieder in der Liste hier Errungenschaftsfortschritt und sowas. Das finde ich halt gut. Komm, wir kaufen alle. Ich glaube, kann ich mir alle kaufen? Weiß ich nicht. Ja. Sehr schön. Oh, der hier. Römischer Kampfkunstprofi. Sag ich doch, ist so ein Street Fighter, ey. Gut, ich habe alles gekauft. Gut, dass wir so viele Helme gesammelt haben. Aber da ging's hoch. Hier war doch irgendwo ein Zauberdrang, ne? Okay, dann können wir gleich für den Arena-Kampf benutzen. Ich würde gerne nochmal einen machen. Ich habe ja jetzt Rage-Modus und so ein Kram. Dann kriegen wir auf jeden Fall nochmal ein paar Helme vielleicht auch. Da ist auch was zu essen gewesen, theoretisch. Kann sein, dass wir das aber gleich benutzen. So, wir probieren es einfach mal. Komm, warte mal. Wir nehmen das nochmal mit. Wenn wir sterben, ist ja nicht schlimm. Der speichert ja halt immer voll gut. Also, dann ist es halt einfach so. Aber das ist jetzt nichts Schlimmes, finde ich. So. Also. Ich kann den Zaubertrank nicht nehmen, ne? Stimmt's? Wäre auch zu einfach, ey. Aber, ja, die mit dem Wasser, ey. Ja, super, super, läuft wieder. Läuft wieder. So. So. Jetzt ist aber hier mal Ruhe. Ups, ups, ups. Ups, ups. Es ist halt einfach, ich finde es immer noch super gut mit diesem Wasser, aber es nervt halt total. In extremen Situationen sogar. So. Tschakka! Ich bin Indiana Jones. Woo! Hallo. So, warte mal. Nein, warte mal. Obelix muss das machen. So. Hä, wo ist der hin? Lol, lol. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hier, hört man auch wohl mal. Nicht mehr lustig. Ich trotzdem eine ab da oben, ey. Nein! Jetzt hat er mich erwischt. Wow, 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 wow. Das mit dem Wasser ist halt, das ist halt schwierig. Weil, also die sind nicht schwer oder so. Ist halt einfach nur lustig. Also es ist halt schwierig, die zu treffen, so. Hoppala. Nein. Hoppala. Sternchen sehen, was? Rungenschaft freigeschaltet, ich weiß das auch nicht. Ah, das Wasser. So, die hier verprügeln. Die mit dem Wasser sind halt am nervigsten, so gefühlt irgendwie. Auch wenn die Kamehameha-Typen natürlich auch nicht viel besser sind. So, der ist mal sonst wohin geschleudert. Hoppala, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. So, jetzt sind auch die Angriffe im Rage-Modus schneller. So. Hoppala, komm. Ach, hau die einfach so. Die spawnen halt auch einfach, ne? Das ist auch so ein gutes Ding. Nein. Nein, das hat jetzt nicht ganz so funktioniert. Nee, nee, nee. Sag mal, Freunde. Nee, das mit dem Rage-Modus bringt aber nichts. Also nicht für die zumindest.
Lol, wie viele hier einfach sind. Und immer dieses Wasser. Ich glaube, das Wasser rettet mich aber manchmal, habe ich so das Gefühl. Wenn das nicht wäre, ich glaube, dann wäre ich immer sonst wo. Aber ich glaube, das ist schon ganz gut, dass ich mit dem Controller ausspiele. Da kann man, glaube ich, die, die Sachen hier mit dem Werfen und so, glaube ich, besser machen. Hui! Hey, Zendrujo! Hey, ich wollte den packen. So. Baja, Buja meine ich. Baja! Baja! Hey! Wimmy. Hey, 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 hey. Ganz ruhig mit den jungen Pferden, ne? Wir wollen ja hier niemanden verletzen. Also, nicht mich. Idefix! Ah, den habe ich erwischt. Edefix! Der lässt sich halt einfach null ablenken, ne? Cool, ich habe gewonnen. Irgendwie. Ich habe die doch gar nicht besiegt bis zum Ende, oder? Alter, wir haben fast 1000 Helme gekriegt. Ich habe es, glaube ich, geschafft, oder? Ne, ich habe den letzten nicht. Ah, es geht auf Zeit, oder? Geht's noch auf Zeit? Steht da irgendwo eine Zeitangabe? Aber wir haben voll viel Helme gekriegt. Wieso habe ich so viele Helme gekriegt? Ich muss 106 schaffen, oder was? Dann kriege ich 3 Sterne. Hä, aber ich habe doch... Ich hatte doch noch voll viel Leben. Muss ich das einfach in der Zeit besser schaffen? Warte, probieren wir dann was. Steht da irgendwo eine Zeit? Alter, aber mein Daumen, ne? Dieses Gekloppe ist echt übel. Steht da irgendwo eine Zeit? Nee, ne? Ja, lol. Ja, lol. Dann beeile ich mich halt noch ein bisschen. Aber da ist nirgendwo eine Zeit. Ach doch, links. Oh. Wow. Lol. Wie kann man so blind sein? Ah, ah, Hilfe. Ah, oh, Hilfe. Hör doch mal auf jetzt hier. Ah, das geht so. Lol. Ist halt einfach nicht gebacken gerade, ne? Kann ich mal einen packen hier? Also wirklich, ich krieg's halt nicht gebacken, gepacken hier. Ich krieg doch gar nichts ab. Ja! Jetzt ist Schluss! Links läuft die Zeit ja ab. Ich bin ja auch ein Held, ey. Aber die 1-2 haben sich halt einfach nicht schlagen lassen, ne? Ja, lustig jetzt mal, ey. Super Marius, ey. Ich glaube, am schnellsten geht es immer noch, wenn ich die hier einfach nehme und vertrische. Die spinnen, die Römer, ja. So. Ah, wie viele schöne Helme man halt auch kriegt, ne? Das ist ja Wahnsinn. Ah, Mario! Einfach irgendeinen packen. Ich gucke auch nicht mehr, wen ich nehme, das ist mir jetzt egal. Hab's auch irgendwie einer ist betäubt von irgendwas. Schilde hier wegmachen. Na, Schildis. Lol. Ja, so ist gut. Ja, ist sie wieder, ne? Klar. Nein. Jawohl. Nein, ich hab nicht mehr so viel Leben, ne? Nein, 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 hör noch auf. Kann ich das Leben hier nehmen? Nee, das geht nicht, oder? Doch! Aber es kostet halt Zeit, ne? Nein! Und Zeit habe ich nicht! Die mit ihrem Wasser, ne? Alter, ganz ehrlich. Es ist halt einfach so doof. Ich krieg halt...
Steht halt leider nicht, wie viele Römer ich in der Zeit schon hatte, ne? Scheint immer noch nicht genug. Ich weiß halt nicht, wie ich die kriegen soll, ey. Ich krieg's wegen der Zeit nicht hin, ne? Ich krieg's einfach wegen der Zeit nicht hin und ich weiß nicht, wie viele Römer ich verprügelt habe. Naja, egal. Dann kommen wir da später nochmal hin. Aber auf jeden Fall kriege ich das ganz gut hin jetzt mit dem Kämpfen. Würde ich jetzt mal einfach für... Von mir jetzt einfach mal aus behaupten, würde ich jetzt sagen, das habe ich ganz okay gelöst. Da geht's nach Paris. Aber da komme ich nicht hin. Okay, das scheint hier eh so eine Art Knotenpunkt zu sein. Weil hier wieder ganz viele Türen sind. Da geht's zum Obelisken. Okay. Ja, dann gehen wir jetzt erstmal dahin, wo das Dings ist. Genau, hier soll ich da hoch. Und dann kann ich wahrscheinlich die drei Türen auch so öffnen, oder? Je nachdem, wo ich hin will. Den hier. Ah, dann ist das der Rückweg aber zu, der andere Weg. Okay, ich kann immer nur mich für eins entscheiden. Alles klar. Gut. Ja, schade, das mit dem Kämpfen hätte ich gerne gewusst und hätte gerne gesehen, wie viele Römer ich denn schon verprügelt habe und ob sich das halt, ne, ob das jetzt einfach nur knapp war, quasi. Oder ob das wirklich jetzt eine längere Geschichte hätte werden können auch. So, komm her. So. Einmal hier hoch, dann reisen wir jetzt irgendwo anders hin, glaube ich, oder? Wie ist das? Jetzt kann ich auch schnell reisen, auf jeden Fall. Ach du Scheiße. Ja. Eiffelturm oder was? Ah. Was machen die denn? Oh. Hört ihr denn auf damit? Ich muss doch da hoch. Freunde! So geht das nicht. Jetzt kommt er wieder mit seinem Wasser, ne? Nein! Ups, war das gerade. Obelix! Wo geht der Obelix wieder hin, ey? Komplett einfach wieder ganz woanders. Nein! Hä, wieso habe ich nicht mehr so viele Herzen? Was habe ich denn gemacht eben? Dann mal hinten ist noch ein Schild. So. Ja, scheiße, ja, der hat mich aber erwischt. Und zwar mit Recht. Steht da hinten 80-80? Warte. Warte, muss ich gleich gucken. Moment. So. Nee, Schaukel. Oh, guck mal. Dum, 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 dum. Das macht schon Spaß, ey. So. Ich liebe Römer verprügeln. Hey, Obelix, das sind noch Römer. Du kommst auch irgendwann ran. So ein Schild. Der Typ ist einfach weg von Idefix, ey. Ah, ich muss warten, bis er zuschlägt, ne? So, ist gut. Aber es sind noch mehr. Wie viele sind denn das? Das hört aber schon auf irgendwann, oder? Muss ich die nur alle schnell genug davon befreien? Moment. Ja, ich musste die nur alle schnell genug davon befreien, glaube ich. Und das Ding wieder aktiviert ist. Jetzt ernsthaft. So, komm her. Hey! Hau dir einfach ab. Tschüss. So.
Glücksspiel. Geil. Scheißautomat. Dann versuch ich es woanders. Ja. Warte, ich denke mal, da hoch geht's nicht, ne? Nee. Hab ich hier irgendwas noch übersehen oder so? Da ist noch ein Automat. Können wir nochmal spielen? Cool. Helme gewonnen. Ist noch ein Automat. Ich will mal an jedem spielen. Vielleicht gibt es auch eine Errungenschaft, aber ich glaube nicht, weil es keine Fortschritte dafür gibt. Ja, Leben, okay, alles klar. So, hier waren wir aber jetzt überall, ne? Nicht, dass ich jetzt irgendwie eine Postkarte oder so übersehen habe. Was steht da oben dran? Merchandise. Okay. Schluss hier. Oh, er halt immer mit dem Wasser. Buja. Ich kann Idefix nicht holen. Okay. Moment. Ich muss das hier einsammeln. Es ist wichtig. Für mich und mein Gewissen, ey. Ja, dann komm. Ja, Leute, das hat jetzt auch noch hingekriegt, ey. Arschloch. Tschüss. Dum, 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 dum. Das klingt wirklich, als hätte Obelix das gesungen. Da war eine Pyramide, hast du das gesehen? Hä, aber die Pyramide ist falsch rum, oder? Ja. Das ist einfach okay. Ah, es ist schon schön gemacht. Okay, cool. Cool. Oh, warte, wenn wir das jetzt nicht schaffen, müssen wir gleich nochmal hoch. Wir haben es nicht geschafft. Ich muss doch mal hoch. Oh, Entschuldigung. Ich habe den Diamanten in den Helm nicht gekriegt. Wie kann man nur verkacken? Wie kann man nur so verkacken immer? Jawohl. Oh, ihr habt euch vorhin den Diamanten besorgt. Der Turm von Lutetia. Okay, die haben auch noch Namen. Okay, dann weiß ich wenigstens, wo ich jemanden vergessen habe. Nachher, wenn ich mal irgendwie nachgucken will. So, wohin kann ich denn jetzt reisen eigentlich? Gerne irgendwo hin. Also noch Baustelle. Ich muss wahrscheinlich erst die Welt kaputt. Die Welt kaputt machen, genau. Die Welt abschließen. Aber dann könnte ich hier irgendwie rumreisen. Ist noch in Arbeit, ey. Ist noch in Arbeit. Ich muss das wieder zurück. Vielleicht kommt jetzt auch ein Kampf wieder oder so. Ja, genau. Spawn mich halt direkt vor dem Typen. Was ist denn hier mit euch los, ey? Ups. Ich finde es so lustig, dass diese Übergangswege. Ja, das war klar. Dass diese Übergangswege quasi U-Bahn-Schächte sind. Weil man ja wirklich reist. Oh, 70? Hä? Warum liegen da. Warum lagen da. Warum hat er die Schwerter da hingeholt? Ah nein, die werfen. Die werfen ins Messer? Seid ihr jetzt komplett behindert? Jetzt geht's euch aber noch gut, ne? Edefix! Ja, geil. Ich bin auch so ein richtig guter Ausweichtyp, ey. Nein! Nein! Oder ist er dappen? Ich weiß nicht. Hey, hey, da rennt hinter mir her! Oh, lol! Hey, der rennt vor mir weg! Sekundärangriff, ey. Der Angriff, ey. Hey, du Wichs! Alter. Hallo, bitte, hallo. Tschüss. Oh, das ist Zaubertrank. Sag mir das doch, dass hier Zaubertrank ist. Ja, scheiß Römer hier. Stimmt, hab ich vergessen, da war ja Zaubertrank. Vor allen Dingen die Citurio hier, ey. Alles schon weg. Ja, Mario.
Das ist das Schlimmste. Mario ist einfach das Schlimmste. So. Oh, den muss ich noch erwischen, wollte ich gerade sagen. Ja, geil. Es sind aber immer noch 33. Hey, ich müsste so endlich Leben holen, wie ich will. Das ist ja gut. Okay, wenn ich, glaube ich, gegen die anderen gerade kämpfe, dann funktioniert das ganz gut, dass ich, Nein! Nein! Hui! Das ging wirklich wie Obelix, ich finde das so super. So, und den nehmen! Alles klar. Kurz gewartet, dass der mich angreift. Dann kann ich die mit dir nämlich immer packen. Ja. Man muss es halt nur hinkriegen, ne? Nein! Nein, jetzt ist es leer. Okay, man kann es doch nicht ewig machen. Lol, wo bist du denn her? Ja! Oh, Zauberrank! Ja, ja, wo seid ihr? Hä, Leute? Wo seid ihr auch immer? Hallo? Guten Tag. Es müssen noch irgendwo 16 Stück sein. Kommt ihr denn jetzt mal hier rein? Ich habe noch Zaubertrank. Da ist er ja. Supi. Ah, hier, da sind doch nur die Kleinen hier noch, die übrig sind, ne? So, einer muss sich auch um euch kümmern. Super. 8 Stück noch. Wir sollen einfach mal ankommen. Da kommen sie doch schon. Ah, 6 Stück. 5. Hier. Einer. Ah, 2 auf einmal. Da sind sie ja. So, und. Buja. Es ist wieder auf. Omnibus. Ein bisschen Training hilft, in Form zu bleiben. Das. Obelix? Ja, aber ich krieg langsam Hunger, Asterix. Ich hab doch kein einziges Wildschwein gesehen. Was essen denn die Römer? Das stimmt, das ist voll die gute Frage. So, ich hole mir noch ein paar Schilder. Okay, da kann ich nichts mehr holen. Gut. Gibt es Zauberrank für mich? Ja, gibt es theoretisch. Okay, den Kampf brauchen wir jetzt nicht. Wir müssen jetzt hier eh wieder wechseln.